Wir kommen nun zum 19. Punkt der Tagesordnung, Bericht des Justizausschusses. Hier geht es um einen Antrag der NEOS betreffend anlasslose Überprüfungsmöglichkeit Datenschutzbehörde. Darin wird die Regierung aufgefordert, dem Nationalrat einen Gesetzesentwurf vorzulegen, der die anlasslose Überprüfung der Löschung von Vorratsdaten durch die Datenschutzbehörde bei betreffenden Unternehmen ermöglicht. Verzichtet. Zum Wort ist niemand gemeldet. Die Debatte ist geschlossen. Auch zu diesem Punkt haben sich keine Redner zu Wort gemeldet. Es kommt gleich zur Abstimmung. Abstimmung über den Antrag des Justizausschusses, seinen Bericht 466 der Beilagen zur Kenntnis zu nehmen. Ich bitte jene Damen und Herren, die hierzu ihre Zustimmung geben, um ein entsprechendes Zeichen. Das ist einstimmig angenommen. Ich weise den Antrag 843 AE dem Verfassungsausschuss zu.